Kann ich Ihnen helfen? Grüezi! Ich wollte fragen, ob die Stelle da noch frei wäre. Ja, der Job ist noch zu haben. Super! Und wie viel Prozent kann man denn da arbeiten? Es ist eine 8%-Stelle. 80%. Okay. Und wäre das Monats- oder Stundenlohn? Das wäre ein Monatslohn. Ein Monatslohn, wieso schreien Sie so? Aha, wieso? Und nicht? Wie kommen Sie auf das? Oh, sorry. Ich habe gemeint, das steht doch da. Schatz, bin wieder da. Prost, macht ja super. Ja. Schatz hat... Prost, hat das Zeug da vergessen. Geht mir noch mal. Sorry. Ja. Tja, Frau Glaser. Dann müssen Sie dann unterschreiben. Ah, ja. Ein Kugi auch noch. Ja, da, voilà. Da unten. Da unten, genau. Ja. Jawohl. Voilà. Sehr gut. Dankeschön. Dann noch der Brief. Voilà. Merci vielmals. Ist noch Service, hä? Ich wünsche einen ganz schönen Tag. Danke vielmals für alles. Ade. Ade. Merci. Ade. Jedes Mal zu spät. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Hinten links. Merci. Sie wünschen? Eine Stange. Oh, hey, Baby, sorry. Tut mir leid, ich habe das Eisen noch getroffen. hat er einfach erzählt. Ja. Nicht mehr wollen hören, das tut mir leid, bin ich 4 Stunden spät. 3/4 Stunde. Echt, der Bruder hat er einfach erzählt und erzählt. Immer von seiner Frau, die hat ein Problem. Ja, das tut mir wirklich leid. Ja. vor allem heute. Was ist los mit dir? Der Wasserhahn auf der Damentoilette ist kaputt. Hey, sag mal, wie geht das? Seit ich jeden Mittag aus dem 5-Sterne-Restaurant rausgekommen. Wo hast du so viel Stutz? Wie geht das? Sag mal bitte. Ist ganz einfach, komm, pass mal auf. Putzen. Ja, verpiss dich, ey. Was ist so schlecht? Ich habe gesagt nein. Wenn Frauen nein sagen, meinen sie doch meistens ja. Sehe ich aus wie ein Wein? Soll ich das sehen durch die dreckige Windschutzscheibe durch? Ja, ist gut, also putzen. Jetzt will ich nicht mehr. Sollst du putzen? Doppelter Preis. Leck, du mir so vorhandene Nummer nutzen. Aha, du kennst dich da aus. Ja, schon nicht. Voilà. Spinnst, was machst du da? 200 Stutz, wenn ich die Schnur heben soll. Hau aber ab, fahr dich auf. Das sagt er also. Danke, habe ich auch gerade aufgenommen. Motorrad kommt teurer, hä? 500 Stutz und ich vergesse alles. Das ist erpressig. Nein, das ist nur Geschäftssinn. Das ist gar nicht. Aber halt schneller, hä? Bestechung ist dann auch strafbar.
Hast du Lust auf Kaviar? Ja. Oh, das ist so geil. Oh, die Schiene und jetzt die Berge. Oh, die Berge. Oh. Ist es wieder so weit? Und das bei einem erwachsenen Mann. Matthias, lass den Papi auch mal ein bisschen mit der Bahn spielen. Wie lange geht's noch? Ja, etwa 4 Wochen. Ja, dann gehe ich gescheiter an eine andere Kasse. Ja, schon das Begehren. Ich habe Lust. Ja, teuflische Lust. Ich merke es nicht an mir. Es kommt dann einfach so urplötzlich. Das Maul wird ganz trocken. Und dann? Die Zunge klebt wie eine Fladen am Gaumen. Und dann? Ich kann fast nicht schlucken. Und dann die Panik. Die Panik. Roger! Ich hol dir dein Bier. Aber kannst du nicht normal sagen, wie der andere Mann auch? Guten Tag. Was darf es denn sein? Ich hätte gerne etwas für weisere Zähne. Mhm. Dann ein ganz gutes Produkt, das ich empfehlen kann. Und zwar ist das das Blendix Supergel. Das ist jetzt schon länger auf dem Markt und erzielt wirklich ganz verblüffende Resultate. Und zahlt das Krankenkasse? Nein, tut mir leid, das zahlt die Krankenkasse nicht. Dann wisst ihr was? Dann nehmt ihr nur einen Traubenzucker. Schönen Tag. Auflegen. Ja, klar. Santé. Prost. Du, ich kann mich noch schnell frisch machen. Ah, ja, klar. Claudia? Es passt so schön, dass du so locker bist. Wir müssen keine Hemmungen voreinander haben. Hallo.
Schau mal. Was? Da die Frau. Ja, komm, hör doch auf. Moment, gefällt dir die etwa nicht? Schatz, bitte. Bist du auch nie da drin gewesen? Was soll ich da rein? Warum hat die Meier vom zweiten Stock gesagt, ein Kollege von ihr hätte schon mal da innen gesehen, mit einer von diesen Tänzerinnen das rummachen? Meieri? Die Dummkuh! Ja, das stimmt also mit dieser Affäre. Das hat mit unserer Beziehung überhaupt nichts zu tun. Und überhaupt, ich habe mit meinem Chef und seinem Treuhänder quasi müssen da rein. Mit deinem Chef und eurem Treuhänder? Ja. Die haben auch eine. Das bedeutet überhaupt nichts. Aha. Also, welche ist es? Die da mit dem grossen Arsch? Ja, das ist ein Treuhänder-Sinn. Oder die da mit den kleinen Titten oder kurzen Beinen? Gehört dem Chef. Ja, aber nicht den rothaarigen Haken da. Nein. Blondheit ist es nicht gegangen. Das ist ja super, Schatz. Da haben wir die Schönste. Das muss ich dem Meier erzählen. Hey, wieso geht es das wieder nicht? Ah, jetzt. Ein moderner Mensch sind, also einer, der in der Internetzeit angekommen ist. Lachst? Das ist so ein witziges Buch. Ein Mädchen hat über ihre Pubertät geschrieben. Mhm, das ist witzig. Ja, da, 1:1 steht also so drin, ohne Korrekturen. Da zum Beispiel, schau. Am 23. trafen wir uns zum wiederholten Male zum Petting. Mhm. Was soll jetzt da dran lustig sein? Sie schreibt zum wiederholten Male mit H. Nein. Na komm. Wo? Da. Tatsächlich, schau mal, Petting. Petting schreibt sie mit P. Petting schreibt man mit P. Ah, ja, 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 genau. Mami? Ja, Sarah? Kann ich bitte mein Tagebuch wieder haben? Frau Hallo, ich würde gerne die Präsentation auf Video aufnehmen. Und da sich aber bei dem Projekt um ein Gehörlosenzentrum handelt, fände ich sinnvoll, wenn wir das alles wieder in Gebärdensprache übersetzen. Hm? Aha, ja. Und für was wäre der Herr Fuhr zuständig? Grüezi. Ist das okay? Kein Problem. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, lassen wir doch los. Kamera läuft und Start. Frau Hadorn, meinen Sie, die Eröffnung von dem Gebäude helfe Gehörlosen in der Region? Ja, absolut. Wir warten seit Jahren auf den Bau von dem Zentrum. Das Zentrum richtet sich ganz spezifisch auf Bedürfnisse der Gehörlosen. In erster Linie geht es darum, dass Leute sich begegnen, die ähnliche Bedürfnisse haben. Und man kann wirklich sagen, ja, es ist ein sehr wichtiger Beitrag. Geht's noch? Können Sie ein bisschen weiter wegstehen? Das können wir rausschneiden. Frau Hadorn, geben Sie der lokalen Behörde die Schuld für die Verzögerung von diesem Bau? Schauen Sie, das Wichtige ist, dass das Zentrum kommt. Es ist doch auch erstaunlich, dass die Parteien von rechts und von links uns Geld zugesprochen haben, aber erst nachdem ein ganz links Aussenkandidat... Hallo? Hallo? Machen Sie das eigentlich extra? Was? Sie hauen mich ständig! Okay, machen wir bitte weiter. Ja. Kommt der Steuerzahler etwas über für sein Geld? Schauen Sie, es ist zu bedenken, dass die Lokalbehörde nur 50% finanziert. Die anderen 50% kommen von wohltätigen Vereinen. Ich möchte mich da nochmal wirklich herzlich bedanken für die 50%. Was ist das? 50%? Nein, das ist ein Huhn. Schon, aber es sind 50% von einem Huhn. Das sind 100% und das sind 50%. Aha. Und was sind 25%? Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Welche Einrichtungen wird das Zentrum haben? Ja, es gibt eine umfassende Bibliothek mit Werken von wichtigen Autoren.
Dazu gibt es ein Nachschlagwerk für einheimische Schüler, wo jeden Tag bis um 11:30 Uhr zugänglich ist. Dann gibt es Computer mit freiem Internetzugang, die für Erwachsene wie auch für Kinder zugänglich sind. Es liegt uns sehr am Herzen, dass auch Kinder diese Einrichtungen benutzen können. Im zweiten Stock, Sie zeigen drei. Wir sind hier im Keller, es geht drei Stockwerke hoch von hier. Drei Stockwerke weiter oben. Ich bin im Lift. Gibt es eine Kaffeebar? Als Treffpunkt, da kann man sitzen, schwätzen, Fernsehen schauen und machen, was man will. Es ist ein Treffpunkt. Also, Sie verarschen mich. Gibt es auch ein Restaurant in diesem Zentrum? Ja, es gibt ein Restaurant in diesem Zentrum. Am Eröffnungsabend haben wir ein Spezialangebot. Und zwar ist das 25% auf ein halbes Huhn. Könnt ihr eine Stange haben? Wir kommen zu der nächsten Bestellung. Der Herr im grauen Anzug hat gerne eine Stange. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Okay. Eingangsstimme 16. Ungültig 3. Gültige Stimme 13. Der Antrag wird mit 8 Stimmen leider abgelehnt. Kann ich wenigstens ein Chips haben? Wir kommen zu der nächsten Bestellung. Der Herr in schon gut. Hast verstanden. Witzmer, der Schönheitschirurg. So geil, dass der zu uns kommt. Und er ist noch mein Tisch. Und was hat er gesagt? Tränen wegmachen. Backenknochen abschleifen, den Hals straffen und Nase gerade. So geil. Entschuldigung. Sorry. Nein, ich finde wirklich, sie sind sich. Ich finde es auch. Nein, ja, und ich finde auch, ich bin. Ich hoffe schon. Schau mal, das wüsste Kind. Uiuiui. Schatz, komm mal schauen. Leck. Ich kann es auch nicht auslesen. Ui, nein. Ui. Ist wirklich nicht das Schönes. Ja gut, man kann es nicht auslesen. Ja, ist nicht das Hübsches, nein. Du, aber er liegt schon in der Tier, oder? Morgen zusammen. Morgen? Ja. Du, Papi, kannst du mir nicht noch ein Honigbrot streichen, bitte? Der Antrag wird mit 8 Stimmen leider abgelehnt. Ich
Wer ist dafür? Ja, gut, Salz. Grüezi miteinander. Wir sind hier live am neuen autofreien Limmatg. Und wo man wirklich kann sagen, dass seit der Verkehr nicht mehr da durchgeht, die Lebensqualität unglaublich gestiegen ist und der Lärmpegel massiv vermindert worden ist. Wir fragen jetzt die Fußgänger, wie es ihnen da geht am neuen Limmatg. Grüezi. Wie fühlen Sie sich da am neuen autofreien Limmatg? Ja, ich finde es total schön da. Also, haben Sie das Gefühl, es ist jetzt anders, jetzt, wo es kein Auto mehr hat? Ja, doch. Ich finde, es hat sich recht verändert. Doch. Jetzt ist es, kommen Sie echt jetzt öfters daher, zum Flanieren, Spazieren oder Shoppen? Ich denke schon, doch. Danke vielmals. Sie sehen, das ist für Gross und Klein eine unglaubliche Bereicherung. Für Telezigzag vom autofreien Limmatg, Florina. Hallo, ich bin da. Schatz! Schatz! Hey, das ist so geil! Ich gehe noch mal! Ganz sicher, ich gehe noch mal! Sorry, es geht noch mal, bis du dran bist. Ach, Entschuldigung, ist ja gut. Und ich gehe noch mal hier voll. Schatz! Ja? Das Essen ist auf dem Herd, gell? Danke, wie noch? Logisch, was sonst? Super, seht ihr es. Ja. Danke, Sie ist wirklich gut. Zustand von der Fahrschule. Die Zustand von der Fahrschule. Unsere Kasse schließt in 5 Minuten. Wie immer. 2, 1. Yo! Oh, hey! Oh, hey! Super! Müsli! Yo! Los, yo! Yo! Und? 42:12. Neue Streckenrekord. Yes! Hey, sag mal, wie geht das? Seh dich jedem. Oh! Hey, leck! Fährst du den Topf nicht drüber?